Und willkommen zurück zu Resident Evil Remastered. So. Gesättigt und wieder voll einsatzbereit. Warte. So. Labor, tralala, tralala. Da. Da. Folgt. Achso, warte, vielleicht sollten wir erstmal gucken. 20 einen neuen Namen gegeben. V-Volt. Achso, ja, da war das doch. Ein Stoff, der. Nein, zurück, zurück. Noch eins? Da. Naja, UMB Nummer 20 einen Stoff enthält, der die Zellen der Pflanze giftig ist. Also, wir müssen UMB 20 herstellen. Aber, stopp, geh nochmal zwei zurück. Wir haben UMB 20 einen neuen Namen gegeben, ja, nämlich V-Jolt. Genau, ja, so, also. Unsere Rechnungen zufolge, blau, oder? Also, ja, aber ganz unten ist dunkelblau. Dunkelbraun. Entschuldigung. Okay, geh nochmal eins zurück. Wir müssen UMB 10, 7 und 3 mischen. Okay. Würde ich sagen, das ergibt 20. Ja, orange, also orange, grün und rot. Orange, grün und rot, ja. Das sind wahrscheinlich auch die einzigen, die da stehen, oder? Orange, grün und rot, was haben wir denn? Das ist gelb. Gelb, 6. Hä? Warum gelb 6? Keine Ahnung. Da steht auf jeden Fall, müsste grün sein. Das da. Und das ist gelb. Ach so, ja klar, dann packst du jetzt noch was Rot dazu, dann hast du Orange. So, jetzt kombinierst du 3 und kombinieren, genau. Hä? Also ja schon von J Volt gescheitert. Ach so, okay. Ja, rot und gelb, ne? Ja, rot und gelb wäre orange. Aber was ist das? An der Wand steht geschrieben. 1 plus 3 gleich 4. 4 plus 6 gleich 10. 1 plus 6 gleich 7. 10 plus 7 gleich 17. 17 plus 3 gleich 20. Ja. Also warte. Geh nochmal gerade in die Aufnahme rein, also in die Akte. Warum haben wir denn hier noch rot und... Ja, ist gut. Man guckt sich das aber trotzdem an. Mhm. Falscher Knopf. Auch der falsche Knopf. Akten. Innenhof. Hoch. Da war... Da. Zack, 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 zack. So. Also wir brauchen ja Orange, das heißt, für Orange müssten wir ja rein theoretisch. Nein, es gibt aber UMB Nummer 10 als Orange. Aber es kann ja nicht sein, dass da nur zwei Farben, also nur zwei Dinger sind. Nee, normal nicht. Also ich meine, guck dich da nochmal um, vielleicht steht irgendwo in einem Regal noch was oder so. Also da vielleicht. Nee. Nee, okay. Nummer 3. Nehmen wir mal mit. Ja, okay. Kannst du jetzt 3 plus 3 machen? Ja, weil das sind nämlich. Moment, warte. Also. Ja, okay. Ach so, das geht nicht, das ist einfach dann. Gap Nummer 6. Hä? Standen woanders noch welche? Eigentlich nämlich nicht. Ja, aber wir können ja nicht nur aus zwei Dingern das machen. Also rein theoretisch, wenn wir noch grün brauchen, dann müsste ja noch irgendwo blau sein. Okay, also
Da will sie auf jeden Fall nicht hin zurück. Was ist es da noch irgendwo was? Ich meinte eigentlich hinter dir. Na. Aber wie gesagt, irgendwo. Was habe ich denn eben kombiniert? Ich habe. Ja, ist gescheit. Ich wollte jetzt Gelb mit Rot. Ja, ist gut. Ja, aber da hat sie ja eben schon gesagt, will sie nicht. Ja, ich mache jetzt mal Rot mit Gelb. Eigentlich dasselbe, aber. Naja, okay. Nee, es ist sofort wieder weg. Weil, wenn du diese mathematische Aufgabe da siehst, von wegen 7 plus 3 und bla bla bla, du hast ja. Die 6 ist ja. Ist gelb. Warte mal. Um es zu verdünnen. Mhm. Warte mal. Wenn ich das verdünne. Habe ich theoretisch 1. Also. Nummer 4, scheiße. Aber Nummer 4 und Nummer 6 kannst du zusammenrechnen, hast du schon mal Nummer 10. Ja, das ist nämlich orange. Ja. Okay, alles klar. Dann brauchen wir noch. Ja, gelb und rot, also die beiden dann, aber. Da brauchen wir insgesamt 17, ne? Warte, ich versuche. Habe ich eben gelb. Oder? Ach ne, 20 brauchen wir ja, ne? Naja, was passiert denn, wenn ich. Ich habe die 6 eben ver. Du hast das Rote gemischt mit. Deswegen wurde es ja lila. Jetzt haben wir nämlich grün, genau. Nummer 7. Ah, ja, ja, hier, warte. Das ist jetzt 17 und jetzt hole ich noch einmal 3. Und dann hast du 20. Ach, oh Mann. Okay, dass man das auch mit Wasser machen kann, das muss einem auch einmal wer sagen. Ja, es ist nämlich jetzt braun. Ja. Toll. Jetzt haben wir noch Gläser. Egal. Solange du jetzt weißt, wo du hin musst. Weil wir können dir jetzt nicht helfen, weil wir waren nicht da. Nö. Warte mal. Da. Musst du da wieder nach unten, wo der Pfeil ist? Da, ich glaube schon. Du. Oder musst du unten in den Keller? Hm? Also da die Leiter runter. Ah, oh Gott. Aha. Ah nee, da war das Labor, ne? Ach fuck, nein, da muss man nicht hin. Nein, da muss man nicht hin. Leiteranimation. Oh Gott, du bist schon angeschlagen. Kommst du ins Badezimmer? Glaube schon. Hä, hey, wieso? In dem Badezimmer war doch nichts. Außer der Stöpsel, den du rausziehen konntest, um an den Schlüssel zu kommen. Okay. Siehst du? Ja, aber in einem anderen Badezimmer waren die. Also in einem anderen Zimmer waren Badezimmer, wo die Wurzeln waren. Ja, dann wahrscheinlich ach, in dem großen. Hoffentlich sind wir nicht kritisch.
Dann sterben wir jetzt. Nein, du hast dann erste Hilfe-Spray. Gut, weil. Wenn es diese blöde Pflanze erwischt. Es sah gerade aus, als wäre da draußen jemand gelaufen, aber es war unsere Spiegelung im Fenster. Mhm. Ich hätte jetzt auch gedacht, da wäre gewesen. Ich bin in diesen Raum reingegangen. Da hat er mich genommen. Und in dem Moment stand sie in dem Raum, wo ich hergekommen bin. So, was musst du hier rein? Nein. War bei dem Raum mit der Schreibmaschine noch ein Badezimmer? Dann vielleicht da in dem roten Bereich? Nee, da kamst du ja gar nicht rein. Hier meinst du? Normalerweise auch nicht. Da sind nur diese. Da war die Spinne. Genau, die habe ich hier getötet. So, hier kann man sich aber nur die Farben angucken, also sind die Muster von dem Tableau da eben. Und dann musste man hier gucken, welche Farbe welche Zahl. Ew. Welche Farbe welche Zahl hat. Damit man das da richtig drücken kann. Mhm. Was ist das? Und hier ist unser Speicherraum. Na, das hier im Interbox und so. Kannst du denn wieder nach unten raus? Ne, da müssen wir ja nicht hin. Ja, weil wir waren ja noch nie in dem Badezimmer. Naja, das heißt, du musst alleine wissen, wo das Badezimmer war. Hier ist die Galerie. Da ist das, wo das Labor drin ist. Ja, da waren wir aber noch nie. Das heißt, da muss das ja irgendwo sein. Ja, aber da will sie ja nicht reingehen. Da sagt sie, ich muss mich beeilen. Was ist mit der Tür da? Die da? Nein, hinter dir. Die? Nein. Das ist das Labor. Das ist das Labor. Da. Das da. Achso, okay. Ja, weiß ich ja nicht. Kannst du da durchgehen? Ja, da durch den Weg? Da ist ja nichts. Da war nur das Bienennest von der anderen Seite. Und ein aufgefallener Typ. Hier ist nichts. Ja, dann durch die große Tür da? Es war ein Badezimmer. Ne, die ist blockiert. Es war ein Badezimmer, wo die. Und das ist hier. Weil da war auch das Rätsel mit den. Mit dem Bücherrücken. Musst du vielleicht das JT irgendwie erst prüfen, damit sie sagen kann. Warum ist denn da die Tür jetzt auf? Die war doch. Ach, die habe ich mit. Ich muss mich beeilen. Vielleicht musst du das JT erst prüfen, irgendwie, damit sie sagen kann, okay, es geht weiter. Oh, verwenden, keine Ahnung. Kapier ich nicht. Okay, also da kommen wir nirgendwo weiter, ja? Anscheinend nicht. Ja, und hier war der eine Typ. Und dann kommen wir nur runter in den Keller. Das war
Raum, wo wir was vergessen haben. Ach, da habe ich bestimmt das Erste-Hilfe-Ding nicht mitgenommen. Aber das ist echt doof. Ah! Das ist dir wieder eingefallen. Guck dir den Typen mal an. Den hast du bestimmt nicht gelootet. Doch, hab ich. Das ist das Insektenspray hier. Genau. Ja, das sind wirklich nicht voll. Für das Wespennest. Okay. Aber guck ihn dir trotzdem nochmal an. Warum der hat da nichts? Ich glaube nicht, dass er noch was hat. Also wie gesagt, nur das Insektenspray. Okay. Also hier muss ich rein. Weil da ist das Badezimmer mit den... Wo ist Chris denn gerade? Ganz rechts in dem Raum. Da wo sie sagt auch, ich muss mich beeilen. Ja. Ja. Ich bin in die große Tür mit Chris reingegangen, da hat die Pflanze mich direkt geschnappt. Hier ist auch nichts mehr. Geh noch mal den Weg zurück, es bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, ich wollte mal gucken, ob ich das in das Loch kippen kann. Was aber eigentlich auch totaler Quatsch ist, weil man muss das an die Wurzeln geben. Ja, weißt du, wo das ist? Erinnere dich an die eine Akte. Dass die eine Pflanze die Wurzeln im Aquatank hatte. Der Wissenschaftler den Aquarium zerstört hat. Nein, nein, nein. Du musst unten ins Labor rein. Da muss ja hier lang. Nein. Du musst in den Raum 2 die Treppe runter. Ach so. Weil ich wollte gucken, ob ich das... Ich meine... in Erinnerung zu haben... dass wir da auch noch eine Waffe hatten, oder? Nein, weil dieser Brief für diese Pflanze 42, der meinte doch, es gibt einmal Wurzeln für im Badezimmer, wo sie sich Nährstoffe zieht. Ja, und das da zweite, würde ich ja gerne rein, aber da will sie ja nicht rein. Die Hauptversorgung war aber im Aquaring. Ach, stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. Der Aquaring war das, wo die Haie waren. Nee. Boah. Oh, Fridolin, hau ab jetzt. Ach toll, ist die schon wieder angeschlagen. Vielleicht kommst du von dem Labor irgendwie da dran. Die Tür war vorher zu. Die habe ich von der Seite aufgemacht. Ach so.
Hoffen wir mal, dass uns jetzt noch nichts irgendwie entgegenkommt. Ich meine, wir finden halt auch noch eine Waffe. Ich weiß noch nicht mehr. Das war auf jeden Fall die Rückseite von der Tür. TMP war. War hier das Geblubbel? Nicht so beeilen. Nein. Dann da hoch, genau. Also müssen wir ja irgendwie wieder hoch. Wir müssten jetzt eigentlich in den Kontrollraum kommen. Genau, das war nämlich die Türe, wo du nicht durch konntest, weil Wasser auf der Seite war. Ja, da bin ich ja von hier reingegangen. Das ist nur das Ölding. Ja. Jetzt muss wieder da und dann da hoch. Ich bin elegant die Treppe rauf. Ja, ja. Weil hier war da auch noch irgendwas, oder? Also der Raum war doch noch rot. Der Chris, der hält das schon ein bisschen aus. Der soll sich nicht so anstellen, das war nicht alt. Wie auch immer sie das jetzt verwandelt hat. Sie ist alle weggeworfen? Ja. Danke. Sie hat sie bestimmt geworfen. Geworfen, ja. Aber die lehren ja nicht. Okay. Guck dir mal den Schrank da an. Da rechts. Ja, den Schrank. Okay. Hä? Okay. Ich drehe mich nochmal um und dann mache ich die Tür auf. Bravo, Rebecca! Das ist im Chat immer, also im Livestream immer so. Müssen wir das Vieh jetzt bekämpfen? Weiß nicht. Ich auch nicht. Mal probieren abzuhauen. Aber es scheint noch irgendwas zu sein. Ja. Also ich meine, du musst sie kaputt machen. Oder wir gehen einfach. Warnung. Oh, auf jeden Fall viel Schrotflintenmunition. Ja, dann nehmen wir die doch einfach und ballern da, weiß ich nicht, 10-mal drauf und dann ist sie tot. Oder so. Guten Tag, Schädlingsbekämpfung. Problem mit Unkraut. Also die ist schon ein bisschen eklig. Oh. Muss nachladen sollen. Frostfinden Munition ins Feuerzeug. Runtergehen. Nein, nicht runter.
Ist wieder auf. Oh. Ja, ui. Mein Gott, sie hat ihre Blätter verloren. So sieht ihr recht. Liebt mich, er liebt mich nicht. Da geht's auch runter. Da auch. Oh. Na, direkt nochmal die Pistole nach. Fünf aller Fälle, weiß ich nicht. Okay. So. Jetzt gucken wir uns erstmal den Kamin an. Aha. Der letzte Hausschlüssel. Oder? Dann haben wir da jetzt alles. Das Helmschlüssel, ja. Schlüssel der Helm. Also rein theoretisch. Ah ne, der Schwertschlüssel steht auch noch, oder? Ja. Oder war das der erste, den wir hatten, wo wir das gar nicht, oder den Rüstungsschlüssel bei der anderen, ne? Wo wir gar nicht gepeilt haben, dass das vielleicht der Schlüssel ist? Achso, ja, das kann natürlich sein. Ne? Weil wir einfach so zu den Türen gegangen sind und dann, oh, das ist der Schlüssel des Hauses. Hä? Chris, you're okay. Yeah. I think we got to the root of that problem. I owe you, kid. I'm glad I could help. Rebecca. Thanks. Chris, this is Richard's radio. A moment ago, there was a transmission. Brad's still flying around, but I don't think he heard me. Okay, I'll keep the radio. We have to somehow let Brad know about us. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there if you need anything. Anyway, I'm glad you were all right. Oh, ist die süß. Ja. Voll putzig. Für einen Moment habe ich mich gerade verliebt. Oh. Aber jetzt nicht mehr, oder was? Jetzt ist er weg. Weil... Hier in dem Badezimmer sind auch Wurzeln. Das ist natürlich gedacht, hier wäre das. Da. Ach so. Jetzt haben wir es ja. Genau. Aber die waren nicht lebendig genug. Aber trotzdem hat es unten in dem Hai-Bereich noch rot gedingselt, also muss da noch irgendwas sein. Ich sehe schon kaum irgendwie ein Kraut oder so. Und ich meine, da unten wäre eine Waffe. Lass uns eine Harpune zum Haie jagen. Nein, das nicht, aber vielleicht die TMP. Oh. Wesker? Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Yeah, I know. We got separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing. Der ist komisch. Ja. Haben wir denn einen hier? Ne? Und ich meine, jeder, der die Resident Evil Filme kennt, weiß auch genau, wer Wesker ist. Oh, fuck.
Dann gucken wir doch mal. Bing, bing. Einmal komplett durch. Also ich will komplett durchlaufen und dann, anstatt da den mega Umweg durch die... Nein! Okay. Also müssen wir immer über außen rum. Ja. Juhu, Umweg! Wir ziehen die Schlüssel in die Länge! Wollten uns nur noch mal Chris Hintern-Animation angucken. Okay. Wie er die Treppe hinunter... Leiter. Leitert. Die Treppe runterleitert? Ja. Oder die Leiter runtertreppt. Könnt ihr euch jetzt aussuchen. Trabt. Trabt. Ja! Penis. Dadurch. Sicher? Ja. Ja. Und da müssen wir noch was finden. Wie viel Platz haben wir eigentlich? Haben wir überhaupt Platz? Ja, einen. Okay, das heißt, da ist nichts. Aber vielleicht ist auch der Außenbereich gemeint bei den Haien. Hä? Ich glaube, nachdem wir gestorben sind. Haben wir den nicht mehr aufgehoben? Haben wir den nicht mehr aufgehoben. Dann kommen wir nicht zurück. Der lebt noch. Guck mal jetzt auf die Karte. Achtung. Gib mir noch einen Gnadenstoß und hört auf. Ehe der dich noch beißt. Wie so ein Fisch auf dem Trockenen, nur viel größer und gefährlicher. Leitermann! Der größte Welt in deiner Held. Leatherman. Ja. Nicht zu verwechseln mit Leatherman. Oh, Letterman. Oh, oder Letterman, oh nein. Oh nein, der Briefkopf. Entschuldigung. Ich habe gerade den Olli getreten. Oh nein. Dum, 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 dum. Da war doch der Große, richtig? Da war der Große, genau.
Haben wir denn hier alles oder fehlt hier irgendwas? Okay, ja gut, wenn alles grün ist, dann scheinen wir wohl alles zu haben. Hallo. Nein. Ach, hier kommen wir ja gar nicht zurück, ne? Ne, du musst ja dann jetzt wieder unten rum, oder? Wo ist denn der hier, ne? Ich glaube ja. 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 Ah ja. Weil, ja, es ist doof mit dem Wasser, weil die Kisten sind ja jetzt weg. Ja. Naja, wir müssen jetzt wieder zurück ins Herrenhaus. Also ins Haupthaus. Pass auf, da oben ist noch der. Der Sprinti. Oder auch nicht? Haben wir den nicht getötet? Okay, er ist komplett weg. Okay. Dann machen wir mal, was der Boss sagt. Lang nicht mehr gespeichert. Ich habe auch noch keine Ahnung, was wir mit dieser Selbstverteidigungswaffe sollen. Ja, keine Ahnung. Kraut mal jetzt mitnehmen. Schon 19 Mal gespeichert. Ja, immerhin.
lieber 19 Mal gespeichert, wie 19 Mal an Farbbändern vorbeilaufen müssen und neu starten müssen. Hey, es geht doch schneller. Hey, wir sind gesund. Juhu. Glück auf. Wie hat er gemacht? So. Und dann haben wir da zurück. Ich weiß auch wieder, was jetzt kommt. Der eine Aufzug hat aber immer noch keinen Strom. Nee, ich meine auch, wir müssen die Batterie aus dem... Krista, Brad, can you hear me? Brad! Damn! Dass man die Batterie aus dem einen Aufzug rausnimmt und dann in den anderen reintut. Ich weiß nicht. Könnte sein. Huch! Den habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Lass mich doch los! Das war knapp. Oh. Ja, das war zu langsam. Oh. Was? Ja. Am besten gehst du zurück und holst dir Kraut oder Spray oder irgendwas. Weil der Weg war jetzt nicht so weit. Oder? Nee, nee, war nicht. Okay. Das ist doch scheiße. Zum Glück haben wir so viel. Kann ich das doch direkt mitnehmen und in die Kiste tun? Ja. Jetzt lache ich mich schief, jetzt kommt ein Zombie nach uns um. Gut, dann müssen wir ja nicht so viel wieder. Aber das war jetzt halt voll unnötig. Tausche rotes Kraut gegen... Essen-Spray. Juhu. Und wir sind wieder am Leben. Leben. Ich lebe, wenn du mein Deo bist. Wie? Also. Ja. Haare nee, Haare nee. Weil hier viel rumgerenne für nix. Hier ist der neu gespawnt. Das liegt da wieder einer. Aber der hat echt viel ausgehalten. Ja. Ja, auf jeden Fall. Was? Ein durchsichtiges Wesen schwimmt im Wasser herum. Hä? Da fehlt Strom. Kann es denn durchsichtig sein, wenn wir es trotzdem sehen? Hm.
musst du vielleicht die Winde nochmal runterlassen, weil dadurch hast du ja die Klappe für diesen Wasserfall geöffnet. Naja, aber ich weiß nicht, ob wir dann über den... ob wir dann über den... Wo kommen die denn her? Ja. Ah, ne. Ich hätte jetzt auch gedacht, die hätten das gesichtet. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir dann hier rüberkommen. Ich habe die Winde jetzt natürlich auch nicht dabei. Ich habe nicht mehr drüber nachgedacht, dass wir dann verbanden. Was ist das denn da in der Mitte? Das sah aus wie eine Winde. Das ist wie Kernwasser. Okay, das sah natürlich aus der einen Ebene so aus mit so einem Stab wie so zum Rumdrehen und Aufziehen. Ja, da müssen wir dann auf jeden Fall wieder hochkommen. Zirp, zirp, zirp. Oh, da liegt noch 1, 2, 3, ganz viel. Huh? Oh ja. Oh, da ist auch wieder eine Nachricht. Ja, bestimmt von Wesker hier. Ich hab dir da was hingelegt. Schützen Sie sich hiermit vor dem Ungeheuer in Ketten, das gegen Kugeln gefeit ist. Ich habe auch den Türgriff repariert, damit Sie entkommen können. Ah. In Ketten? Was? Ja. Ist das die Omi? Ich denke auch. Sie hat auf jeden Fall eine Fußfessel. Aber ich habe auch den Türgriff repariert. Also? Scheiße. Das ist nämlich eins der achteckigen Dinger. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Aber wir sollten trotzdem noch die die anderen Sachen, die da noch liegen, aufheben. Dann. Was ist das? Hunter! Doch, das kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Oh ja. Na gut, durch die eine Tür kommen wir immer noch nicht, weil wir das Logo nicht haben. Das Logo nicht haben, genau, also das Wappending. Aber wir können in der Eingangshalle durch das Tor dann. Ja. Oh Gott! Erschreck mich nicht! Was lag denn da noch, außer das andere Erste-Hilfe-Spray? Da ist eine Gewehrmunition. Ich glaube, ja. Okay. Er ist tot. Okay. Und magischerweise ist der Körper verschwunden. Der Türgriff wurde wurde repariert. Yay. Voll nett. Danke, Ernie. Ernie Wesker. Ernie, der Hauself Wesker. Zum Glück nicht so weit. Das stimmt. Und ich meine, das stand noch Gewehrmunition. Das immer halt. Wäre auf jeden Fall praktisch.
Hast du denn jetzt genügend Platz, um das Wappen mitzunehmen? Mhm. Nee, wenn jetzt das erste Hilfezeug abholt. Da, guck. Ach, das ist Gewehrmuni. Ich würde sagen, das holen wir, wenn wir das andere Ding auch gefunden haben. Ja. Weil vielleicht finden wir ja noch eine Batterie irgendwo anders, dass wir das zurück können. Das erste Hilfe-Spray packe ich aber auch erstmal weg. Und dann gucken wir uns mal die anderen Türen an. Jetzt, wo das Helm hier auf unserer Seite ist. Genau. Genau. Würde ich sagen, fangen wir dann direkt in der Eingangshalle an, oder? Ja. Oder sind wir oben? Ne, wir sind unten, ne? Wir sind ja unten. Ja, okay. Weil oben war ja noch im Kaminzimmer der Helmschlüssel. Ja, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Lag neben dem Kanister auch nochmal ganz Schrot. Und tu dir selber den Gefallen, nimm den Erste-Hilfe-Kasten mal mit raus. Und öffne den auch nochmal. Genau, mach ihn auf und guck rein, was drin ist. Okay. Wir sind auch selber gelb. Da ist noch ein Kasten gewesen. Nicht? Mhm. Ach da. Dann würde ich sagen, weil wir selber auch gelb sind, benutze das einfach, was da jetzt rauskommt. Okay, nein, erster Hilfespray wäre ein bisschen viel. Ja. Ich tausche jetzt einfach gegen die zwei Kräuter. So, jetzt nochmal das Farbband rausholen und nochmal gerade speichern. Jetzt, wo wir alles sortiert haben. Ja, eben. Weil sonst dürfen wir das nämlich alles nochmal machen und das wäre etwas viel Aufwand. Okay, nein, es war keine Gewehrmunition, es war eine Kiste, die einfach daneben stand. Okay. Schade aber auch. Muni wäre besser gewesen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Speichern beenden. Farbband wegbringen. Ja. Mal wieder Neues finden. Ja. Vier Stück haben wir jetzt noch, richtig? Ja. Man findet immer drei. Also wenn man die irgendwo am Tisch findet, sind das immer drei. Ach ja, so. War nicht hier direkt eine? Nee, das ist die... Wenn, nee, wie heißen die? Spencer. Ja, Spencer. Hey. Spencer Wappentür. Oh. Der wollte aber kuscheln. Ja, aber du bleibst gerade am Gesicht, den brauchst du gar nicht mehr zu beachten. Oha. Der ist durch die Wand gesprungen. Hallo. Die sind so ätzend, die Viecher. Vor allem halten die viel aus. Ja. Das ist das Problem. Die sind echt total ätzend. Ach, hier waren wir ja schon mal drin. Glaube ich. Ja, das war nämlich der, wo den Stöpsel gezogen hat, unser erster Schneller, dem wir begegnet sind. Da vorne links.
Arachna. Da war doch gerade draußen. Ja, da sind die Hunde und die... Und die Hunde dann auch? Ja. Sicher? Ja. Bestimmt. Du hast sie nicht kaputt geschossen. Aber weil da auch Kräuter sind. Ja. Es sind noch zwei rote und zwei grüne Kräuter, aber da sind auch Hunde. Zwei Stück, glaube ich sogar. Ich meine auch zwei. Oder aber nur mit Jill damals die Sachen haben wegschmeißen können. Ja, aber warum sollte sie denn Sachen wegschmeißen können und Chris nicht? Ja. Da war hier nämlich alles voll. Ja, da war hier nämlich alles voll. Daran erinnere ich mich nämlich auch. Sie brauchen den Schlüssel noch ein paar. Ja, so zweimal mit Sicherheit. Juhu! Da liegt ein undefinierbares Organ. Das könnte von einem Menschen oder einem Tier stammen. Moment, stopp, bevor. Achso. Achso. Hier ist ein handgeschriebener Eintrag. Kein Datum. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter dem Gemälde. Nicht einmal Sir Spencer. Guck dir jetzt, geh nochmal ein Stückchen darüber, damit man das sieht. Sieht das nicht aus wie ein Hai? Irgendwie mit der Nase und dann dieser Rand so sozusagen, wie als wenn er keine Zähne hätte und grinst. So. Ich glaube, du solltest ein Bier trinken. Ich gebe mir eins, zwei, wollte auch eins. Der Olli muss fahren. Du eins. Sind noch welche im Kühlschrank oder im Kasten? Kasten. Ein Porträt einer Frau mit traurigen Augen. Oh. Das Porträt mit den traurigen Augen. Huch, was ist das denn für ein... Keine Ahnung, aber hier scheint irgendwas zu... Achso, das ist das undefinierbare Organ. Ja. Ah, Verband! Wenn man vom Teufel spricht. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Ja. Freund. Da lag Munition im Schrank. Oh nein, es ist ein Kästchen, wo wir irgendwelche Sachen reintun müssen. Brauchen sie jetzt nicht. Tja. Oh nein, ein großer roter Vorhang. Wir kommen nicht vorbei. Ja. Auf zur Kiste. Der große rote Vorhang der Undurchdringbarkeit. Genau. Was soll ich denn jetzt sagen? Ach ja, genau. Jetzt, wo wir uns dann in diesem ganzen Bereich da umschauen, könnte es ein Teleskop sein, können wir ja auch den Schlüssel kurz weglegen, um alle Sachen dann bei einem Mal mitnehmen zu können. Nö. Wo geht's schneller? Scheißegal, ne? Verwerfen. Aber das war irgendein Resident Evil, wo man das da wegschmeißen konnte. Das ist halt auch so. In so einem... Herrenhaus. Ja, bei Zero, ich weiß gar nicht, kommt man in Zero auch nochmal in das Herrenhaus? Ja, doch, so über den Zug, durch den Zug. Ja, ja, das, ja, ja, das schon, aber... Dann war das bei Zero bestimmt. Ja. Dann war das bei Zero. Weil irgendwo war das, war auf jeden Fall dasselbe Herrenhaus. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Habt ihr etwa keine gute Arbeit gemacht? Muss man auch nochmal hingehen?
Mhm. Mein Komplex. Ja, Farbband gefunden haben. Nee, ich glaube, er meinte, dass man nochmal in das Herrenhaus muss. Bei Zero. Also. Nein, das hat nichts mit guter oder schlechter Arbeit zu tun. Oh mein Gott, er ist weg. Sondern das spielt so ein bisschen zeitgleich. Nämlich mit Rebecca. Das heißt, bevor Rebecca da ankommt, spielt der Teil. Zero. Ja. Du bist auf jeden Fall mutig, alles wegzuwerfen. Ich komme ja danach ja wieder dahin. Und jetzt kommt ein Vieh um die Ecke. Wow. Macht nichts, wir haben noch Schrot. In der allergrößten Not schmeckt die Schrot. Genau. Solange wir hier ungestört rumlaufen können. Ich glaube, in dieses Kästchen müssen wir irgendwas einsetzen, ne? Und es fehlt auch immer noch der gelbe Diamant für den Tigerkopf. Und da kriegen wir dann, keine Ahnung, Pistolenmunition. Wow! 5 Schuss. Das weiß ich nicht mehr. Klang, klang, klang. Wie schön poliert der Boden ist. Ja. Und für eine Zombie-Apokalypse auf jeden Fall. Hallo, hi. Wir haben sie ja vorher noch schön geschrubbt. Gewienert. Ja. Ernie war fleißig. Ja, allerdings. Oha. Ja, nicht klar. Gut, dass ich Kraut mitgenommen habe. Aber er kriegt eine Blendgranate ins Gesicht. Das wurde sogar fast zensiert, wäre der Spiegel nicht gewesen. Ne, ich hätte nur 2 Plätze. Warum das ganze Rot und Grün noch kombinieren? Naja, aber ich hätte die Munition nicht verklingen müssen. Weil das ist ja so zum so essen. Muss man irgendwas einsetzen. Von 4 cm. Okay. War da auf der einen Seite das Umbrella-Logo? So ähnlich, glaube ich. Wo ist denn rausgekommen? Da raus. Ach, der hat die Tür nur eingetreten. Ja. Also, da haben wir jetzt auf jeden Fall alles. Aber was ist mit dem Gemälde noch? Kannst du es anzünden? Also zumindest laut dem Brief da. Vielleicht meinen die auch nicht das Gemälde. Ist das nicht in dem... Oben in der Halle ist doch noch ein Gemälde. Also da oben, da war doch noch ein Gemälde, oder nicht? Ja. Was er sich angeguckt hat. Stimmt. Na, und dann jetzt da hinten durch. Wir haben auch noch nicht diese Kunstdinger. Was da? War das? Was da? Ja. Okay, nein. Schade.
Wir haben ja auch, wo wir draußen waren, wo das mit der Hundepfeife war, mit dem Buntglasfenstern in Form einer Hexe, mit einer Aussparung. Ich würde sagen, da durch die Tür, dann kommen wir ins Kaminzimmer. Dann können wir da auf jeden Fall laut Helmchen auch nochmal abgeben. Genau. Wenn ich das richtig sehe, ist das auch die... Nee, da ist noch eine. Vielleicht gibt es ja Strom im Nebenzimmer. Ja, wir brauchen ja immer noch den Strom für den Aufzug. Was ich aber nicht verstehe, weil in dem Haus ist ja Strom. Ja, draußen ist Strom. Alles irgendwie seltsam. Hast du den Hemmschlüssel ins Lager gestopft? Oh. Zum Glück ist die Treppe runter direkt eine Kiste. Ja. Was? Hä? War da was? Ja, ich weiß auch nicht, wo die Tür ist. Müssen wir nochmal suchen. Die Schatulle erstmal parken. Die Brötchenschatulle da. Welcher Lump war das denn? Was denn? Den Schlüssel da reinzutun. Chris, du Pappnase. Trottel. Echt mal, was kannst du eigentlich? Kacknu. Scheiß Praktikant. Hoffe, du wirst von Zombies gefressen. Nein. Warum? Weil wir spielen. Ach so. Dann kommen wir ja nie weiter. Ich hoffe, dass du nicht von Zombies gefressen wirst. Ja, besser. Du Trottel, ich hoffe, du stirbst nicht. Ja. Ja, schon wieder diese tolle Melodie. Was ist das? Statue reinschieben. So knapp. Verdammt. Wollen wir den Raum zurücksetzen? Das wollte ich gerade fragen. Kannst du ihn so zurücksetzen? Ja. Gesundheit. Danke. Kannst du auch rechts und links daneben vorbei? Nee. Ah doch. Ach, hier ist ja gar kein Spiegel. Ja. Aber da kannst du was mitnehmen. Nee, ja. Achso, das war nur der Kronleuchter. Geradeaus, was machst du denn? Warum bist du denn nicht gerade ausgelaufen? Ach ja. Ich denke immer, da ist direkt die Wand. Nein. Du bist nach rechts außen gelaufen, die Tür war links außen. Ja. Scheiße. Ja. Ziemlich. Weißt du, und ich sag noch, du wirst nicht von einem Zombie gefressen. Stimmt. Ja, auch nicht. Pappnase. Haben wir gerade gespeichert? Nein. Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Keine Ahnung.
Oh. Das heißt, wir haben die Schatulle nicht? Ja, wir müssen nur dahin gehen. Aber jetzt behalte ich den Helmschuss einfach. Ja, hört so. Oh nein, wir waren in der Haupthalle noch nicht. Oh. Das heißt, wir haben ein bisschen was zu tun. Da kam der eine gerade um die Ecke, aber ich muss nachladen. Hallo? Ich hab dich gerade angeschossen, du Arsch. Huch, aber warum kommen wir denn jetzt von hier? Weil er von da vorhin auch kam. Sicher? Ja, und da bist du noch um die Säule rumgelaufen und hat gesagt, da haben wir alles hingelegt. Ich weiß ganz genau. Bla 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 bla. Haben wir schon gelesen. Das hatten wir vorhin auch nicht. Doch, das war das Fahrband, was du nicht mitgekriegt hast. Wie weiß ich nicht? Ah, genau, jetzt weiß ich, ich bin ja zu dem anderen Speicherraum gelaufen. Hier gegenüber zu dem Ding. Spannende Musik. Die hätten aber ruhig öfter mal so Speicherräume machen können. Lag da nicht noch ein Erste-Hilfe-Spray? Ah ne, das war... Das blöde Säule, immer.
40% des Spiels läuft man ja echt nur hin und her, um Items einzusammeln, ne? Oh ja. Ja. Ah ja, der Zombie im Spiegel. Aber nix. Ah ne, das war der Deutsch. Na ju. Deutsch und Cabana. No. Aber diesmal läuft es auf jeden Fall besser als gerade eben. Ja. Ich werde es auch speichern. Also die Sachen weglegen und speichern. Damit das dann nicht nochmal passiert. Bevor wir oben in den anderen Raum gehen. Dann muss ich diesmal zum anderen Speicherraum, damit ich nicht nur nach weit laufen muss. Immer in diesem Raum wird spannend. Also. Die Musik. Leichen von den Huntern verschwinden immer. Ja. Aber das ist auch gut so. Na, da kann ich nicht wieder aufstehen. Ne? So. Einmal speichern. Bin ich wieder weg. Pistolen muss ich dann nämlich. Ja. Ja, also wieder nur einen Platz. Also. Ja. Zudem du jetzt bei den Huntern sowieso immer die Schrot benutzt. Also. Ja. Muss man hier irgendwie von meinem Leib halten. Ja. Also ich muss mal öfter wegrennen. Also, um dann von der Entfernung drauf zu schießen.
hoffe, das war nur Gewitter. Hoffen wir das mal. So, nochmal. Genau, jetzt schiebst du die da rein. Ich denke immer, da ist ein Spiegel, aber ist ja kein Spiegel, weil wir Nein. sehen uns ja nicht. Nein, da ist gar nichts. Nein, da hinten. Ja, ja, da. Ja. Können wir da denn auch lang? Du kannst auf beiden Seiten lang, meine ich, oder? Nee, hier nicht. Okay, dann nur da. Da eine Seite. So, jetzt drückst du den Schalter und schnell wieder da raus. Jetzt kannst du da durch, meine ich. Musstest du eigentlich. Ja, du musst schneller rein an der Statue vorbei. Ja, ich meine, du musst die Statue dann, wenn die Dinger auseinandergehen, auf einer Seite, also an eine Seite rüberschieben. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Damit man nicht hinter das andere Ding kann. Ja. Na, geh lieber nochmal raus und resette es. Hä, wieso? Muss ja nicht. Du kannst sie jetzt auch ganz durchschieben. Ich kann das rüberschieben, dass die eine Wand weiter... Nein, ich glaube... Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Ich muss sie hier hinschieben, oder? Genau, du musst sie in die Richtung einmal deuten. Ja, das habe ich schon... Jetzt entweder nach rechts oder nach links. Ah, da rein musst du sie schieben. Da, in die... Weil ich bin mir ziemlich sicher, der wird die jetzt durchschieben. Die ja, der schiebt die wieder zurück. Nein. Doch. Ja, doch. Ja, du musst die einfach komplett durchschieben. Diese Kamera. Furchtbar. Ich warte. Du kannst sie doch weiterschieben. Wenn die zu ist. Nee, das meine ich nicht. Yeah. Du solltest jetzt nicht drücken. Nein. Weil du kein Spiel hast. Jetzt kannst du drücken. Nicht rausgehen. Das doch. Meinte ich. Nein. Wo soll das doch, hin? Guck, ich muss ja kannst, guck, geh noch mal rein. Du kannst komplett durchlaufen. Du hättest sie die ganze Zeit komplett durchschieben können. Das wollte ich euch die ganze Zeit sagen. So, jetzt musst du den Schalter einmal drücken und dann die Statue zwei Felder nach links schieben. Ja, wollte ich gerade machen. Ja, das war etwas umständlich. Finde ich nicht. Ich muss ja sowieso raus, um den Schalter zu drücken. Ja, aber du hättest dir das vorher sparen ja, können. Ja, ist ja egal. Ich muss da rein, oder nicht? Ja. Uah. Ist aber nicht schlimm, die Statue passt sich ja wieder an. Das ist aber echt schwer. Wegen der Kamera. Die Kamera ist halt viel. Ich glaube. Kostet halt viel Zeit und Nerven. Ne. Ah, doch. Nee. Okay. Sie macht es automatisch dann. Hey, ist das eine Karte? Achso. Nee, das war ja. Vor den Füßen ist ein Loch. Das kann ich weit hineinsehen. Ja klar. Bleibt wohl gleich an nichts anderes übrig. Ein Buch.
Adlermedaille. Okay. Ja, keine Ahnung. Da steht doch was. Warum hat sie dann keine besonderen Merkmale? Mann. Ich kann nicht entkommen. Das ist, glaube ich, vielleicht kommt ein lustiger Fehler. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit dem großen Glasgefäß voller Formaldehyd. Keine Ahnung. Formaldehyd? Mhm. Okay. Und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Achso. Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen. Aber ich vertraute hochhackige Schuhe im Korridor. Es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica. Hi. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war nie besessen davon, diesen Schreck... Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. Warte, stopp, bevor du liest, lies mal das Datum. 67. Nein, davor. 31. November 67. Ja. Ah, November 31, ja. Gut, ne? Macht Sinn, ja. Ja. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse, aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab. Und tief in den Stein gemeißelt mein Name. George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeihe mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor. Uns bleibt ja keine andere Möglichkeit, weil wir kommen da ja auch nicht wieder raus, oder? Ich denke nicht. Weil wir sind in ein Loch reingesprungen, also müssen wir durch eine Leiteranimation nach unten gehen. Spidey! Schieß bitte nochmal drauf. Die können einen auf jeden Fall vergiften. Ja, da kommen jetzt ein paar davon. Ich werde mich dann für dieses Kapitel abmelden. Viel zu wenig Schuss. Ja. Was daran liegt, dass wir eben noch gedacht haben, ach, Munition brauchen wir nicht. Die lebt noch. Nee, die pumpen nur so eklig. Das ist gut. Ja. Da ist noch eine Karte links oben. Ah ja, da. Ah, genau. Weil jetzt kommen wir nämlich dann von da aus. Von hinten in die Küche rein. Genau. Into the kitchen. Ew, die klingen schon so matschig. Das sind die aber nicht. Das ist ein Ernie oder so. Da stehst du aber sehr doof, weil du siehst nicht, was da kommt. Das ist langsamer. Hallo? Na, war klar. Das war so klar.
Komm, du brauchst nichts mehr machen. Ah, da ist noch einer. Scheiße. Dem hast du auch eine Blendgranate ins Gesicht gedrückt. Oh. Wir brauchen definitiv Heilung. Ja, hier sind tollerweise nur rote und blaue. Aber noch ist Warnung, nicht kritisch. Kommen wir denn da jetzt in die Küche? Ja. Okay, weil dann können wir ja direkt da hoch und zur Kiste gehen und uns heilen. Dann solltest du vielleicht die Kräuters mitnehmen. Okay. Natürlich, wir haben immer eine Sicherung dabei. Klar. Ich hoffe jetzt nicht, dass da in der Küche voll die Spinnenparty ist. Nee, das war's schon. Da kommen nicht viele. Da brutzelt doch irgendwas. Ich glaube, das ist am Aufzug hinten. So. Ich hoffe, auf dem Weg zur Kiste kommt jetzt nichts. Wir hatten ein Problem. Wir sind ja fast schon da, also. Oh Gott! Man weiß es und erschreckt sich trotzdem! Ach, der ist einfach durchgebrochen. Ah, toll. Der klaut uns die ganzen Türanimationen. Ja. Echt mal. Wobei, ist ja eigentlich auch wiederum gut. Ha. Ohne Schaden zu nehmen geschafft. Erste-Hilfe-Spray benutzen. Ja. Und speichern. Und speichern. Und Farbband. Kannst du dich einsprühen? Dann direkt nochmal an die Kiste gehen, Pistolenmunition mitnehmen. Ich hätte jetzt erst gespeichert, weil wir müssen auch das. Also ich weiß halt nicht, was wir mit dem Adler-Ding machen müssen. Aber ich würde die Pistolenmunition und das Adler-Ding mitnehmen. Weil. Wir also, wissen, dann hätte man volles Inventar. Ja, okay, das stimmt. Ja, aber was sollen wir denn mit dem Adler-Ding machen? Ich wüsste nicht, wo wir es einsetzen. Ich auch nicht. Dann lassen wir es erstmal in der Kiste. Bis irgendwie kommt Form eines Adlers oder so. Ja. Weil ansonsten. Ich wüsste halt echt nicht wo. Weil die Pistole ist nämlich mehr als nur leer. Naja. Und so viel Schrotmunition haben wir nicht mehr. Das ist wahr. Dies wird ein wenig kritisch jetzt mit den Huntern.
Ja, dann auf in den Aufzug. Auf jeden Fall lag in der Ecke vor dem Aufzug noch ein Zombie. Naja, ich glaube, es kommt auch noch einer aus der Kühlkammer. Okay. Der liegt da immer noch. Muss nochmal drücken. Okay. Nee, Aufzug-Animation. Also Aufzug-Tür-Animation. Juhu! Und Aufzug-Reingeh-Animation. Da läuft auf jeden Fall irgendwas. Ja. Ach guck mal, das ist der Raum, der von nirgendwo betreten wird. Ja, dann können wir den nämlich wahrscheinlich von der Seite dann aufschließen. Ah, da. Oh, oh, oh. Ja. Ach, ja, geil. Die Schrotmunition in die Pistole prügeln. Da steht rotes Kraut. Das ist unser Inventar voll. Da steht daneben ja noch grünes Kraut. Dann ist aber unser Inventar trotzdem voll. Achso, ja, dann lass es erstmal da. Wer weiß, was wir sonst noch so finden. Hm. Zum Beispiel eine Tür. Hier ist noch ein Raum drin. Ja, ein kleiner Raum. Mit Schrottmuni! Gott sei Dank! Und ich mag noch Munition. Gehen wir nicht mehr. Ah, da kommen wir hin. Ja. Also sowieso zur Kiste gehen. Oh, da ist noch eine Blendgranate. Und eine Batterie. Batterie. Ah, die Batterie für den Aufzug. Draußen. Okay, auf zur Kiste. Das ist egal, das ist voller eingeschraubte Requisiten und Höchstgeweihe. Okay, dann kannst du die Tür da jetzt aufmachen. Die da. Weil da müssten wir dann jetzt direkt zur Kiste kommen. Eigentlich schon, ja. Ach, hier sind wir, okay. Ach ja, wir sind jetzt im ersten Stock. Mhm. Ach, Kacke. Weh. Ernie? Ich bin's. Wo ist Ernie? Ernie? Ernie ist weg! Oh mein Gott, sie haben uns Ernie geklaut! Ernie ist weg. Er ist bestimmt nur kurz aufs Klo. Ja. Ja. Oder unsere Mäntel aufhängen. An der Garderobe. Voll nett. Ja. Dafür haben wir Ernie doch. Ich meine, er ist ja unser Butler. Der Haus irgendwie. Vielleicht bereitet er gerade das Essen vor. Ja. Das wäre natürlich auch wundervoll. Wobei, ich möchte bitte nichts zu essen. Wenn ich jetzt noch was esse, dann platze ich. Ach ja, die Tür gibt's ja nicht mehr.
Wieder mal auf zur Kiste. Erstmal die Magnum-Munition weg. Den Schlüssel vielleicht erstmal. Hatte ich auch gerade überlegt, vielleicht erstmal den Schlüssel wegpacken. Weil jetzt gucken wir uns ja eh erstmal in den ganzen Bereichen um und nehmen erstmal alles mit, was es so gibt. Ja. Loot tut gut. Loot, genau. Loot. Eigentlich ist da ja nur noch die... Da sind auf jeden Fall drei Kräuter schon mal. In dem einen Raum. Ja, die einen kann man kombinieren. Ja. Ha, aber da wäre auch noch eine Tür. Das ist aber die Spencer-Tür. Nein. Da. Okay, dann machen wir das zuerst, weil da unten ist direkt die Kiste. Ja. Weil dann haben wir den Raum auf jeden Fall schon mal fertig. Und vielleicht haben wir dann ja schon alle Türen auf. Ja, das ist. Und wir brauchen den Schlüssel nicht mehr. Das ist ja cool. Weil ich glaube, sonst gibt es gar keine Tür mehr, oder? Gab es sonst noch irgendeine Tür? Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. We will see you soon. See you soon. See you later, alligator. Wir brauchen, ja, wir brauchen die nochmal. Ah! Brief an den Sicherheitschef. Warte, geh nochmal zurück. Okay, in meinem Augenwinkel habe ich gerade gedacht, haben die Chef mit SCH geschrieben. Aber habe ich Sicherheit, ja. Ja, vertraulich. Zu Händen Sicherheitschef. Datum 22. Juli 1998, 2.13 Uhr. Und 56 Sekunden. Genau. Tag X rückt näher. Die folgenden Verfahren sind innerhalb einer Woche auszuführen. Wir erwarten umgehende Maßnahmen. Erstens, locken Sie Stars zum Anwesen und ermitteln Sie die Kampfdaten der bioorganischen Waffen gegen Stars. Zweitens, sammeln Sie zwei Embryos jeder einzelnen Mutation als Muster, mit Ausnahme des Tyrannen. Eliminieren Sie den Tyrannen. Drittens, sorgen Sie für vollständige Vernichtung des Arclay-Labors, einschließlich allen Personals und aller Versuchstiere. Stellen Sie die Todesfälle als tragischen Unfall dar. Falls die Durchführung des Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitraums nicht möglich sein sollte, erstatten Sie umgehend Bericht. Im Notfall wenden Sie sich direkt an Anschluss 5691. Viel Glück, Umbrella Hauptquartier. Wir werden verfolgt. Ich glaube, der tötet uns, wenn wir dazu mal reingehen, oder? Da ist noch was. Gewehr, Munition. Ja, das eine musste man, glaube ich, an die Seite schieben. Wow. Bestimmt das Falsche, wenn ich gesagt.
Mm-mm. Gehen wir zum anderen? Der andere ist bestimmt gelb. Irgendwas musste man auf jeden Fall mit dem Raben machen. Das verfolgt mich doch. Irgendwas musste man auf jeden Fall tun. Kannst du ihn jetzt rausholen, weil du jetzt weißt, dass der da drin ist. Nein. Okay, ich meine, du musst es irgendwie schaffen, weil an dem Adler war irgendwas. Musst du vielleicht erst eine Truhe dahin schieben? Möglich. Sagen, dann holen wir den Tiger, dass es auch vorbei ist. Ja. Es kann auch sein, dass wir das rote Ding auch brauchen, um das in die eine Kiste zu stecken. Ja, mit dem kann man irgendwie gar nichts machen. Ich glaube, du musst das Licht erst ausmachen, weil jetzt leuchtet es auch nicht. Weil gerade eben hast du nämlich, hat man nämlich gesehen, dass das geleuchtet hat. Naja, das leuchtet auch im Hellen. Nee, das meine ich nicht. Gerade eben hat was bei dem geblinkt an seinem, also unter seinem Füßen sozusagen. Kannst du das Ding noch weiterschieben? Mhm. Jetzt blinkt er zum Beispiel. Ja, hat er eben auch. Nee, gerade hat er konstant geleuchtet. Ja, aber eben hat er auch dann erst konstant geleuchtet und dann geblinkt. Okay. Sobald der Rabe da hinguckt, blinkt das. Oder der Adler. Das heißt, theoretisch muss der Adler irgendwie festsetzen. Ja. Haben wir denn irgendwas? Wir haben doch eine Adlermedaille. Oh, wo willst du die einsetzen? Keine Ahnung. Hat der Adler da vielleicht irgendwas, wo man das einsetzen könnte? Du könntest ja mit ihm reden. Guck mal, ob auf dem Tisch in der Mitte irgendwas liegt. Ja. Ich mag solche Sachen nicht, wo man einfach reingeworfen wird. Es gibt bestimmt irgendeine Erklärung dafür, aber die Frage ist halt, welche? Au.
Nimm sie einfach mal mit. Und dann gucken wir mal. Aber ich bezweifle es. Weil da ist ja nichts zum Reinsetzen. Leider. Wäre ja auch zu einfach. Also schieb die nochmal davor, am besten. Wo, vor den Adler? Ja, vor die beiden Dinger. Die Kamera ist dein größter Gegner in diesem Spiel. Ja. Und jetzt? Licht, würde ich sagen. Achso. Weil ohne, also wenn das Licht an ist, sehen wir ja nicht, dass da was ist. Also, ne? Ja. Das wird zu lang. Geht es vielleicht, wenn du unter ihm vorbeiläufst, also unter dem Adler? Ja, stimmt. Guck mal, der ist nämlich jetzt immer noch auf der anderen Seite. Dann musst du die Kiste nur noch mal auf die andere Seite schieben. Oder so? Ja, optimal. Kann man das auch mit dem Roten machen? Das stimmt. Wahrscheinlich, aber ich würde den Gelben jetzt erstmal einsetzen. Ja. Wisst ihr denn noch wo? Ja. Ja, in dem einzigen kleinen roten Raum, den wir da noch haben. Ach, in dieser komischen Nische. Genau, und eine Etage drüber. Okay. Genau da, EG. Da die Nische. Der Vorteil ist, wir können ja jetzt da unten wieder durch die Tür gehen. Jawohl, ja. Die Klinke ist repariert. Ein Hoch auf unseren Wesker. Hallo. Auf dir das Bein zu halten. Das war aus der Luft geholt. Okay, also wenn sie komisch zappeln, sind sie hin. Aha, wie viel Schuss die einfach aushalten. Da springt jetzt bestimmt noch einer durch. Ich würde durchlaufen. Es war so eindeutig. Jumpscare da. Vorhersehbar. Ach, genau. Wir sind direkt da. Nische. Bin ja mal gespannt, was wir da kriegen. Unsere erste Theorie war noch eine Teufelsmaske. Ach ja. Weil das Rätsel aber schon ewig her ist. Ja. Raketenwerfer. Ich glaube nicht. Vielleicht noch eine Medaille. Oder irgendwas Achteckiges. Eine CD. Wow! Eine Modeskette! Aha. Ja, das dauert, glaube ich, noch ewig, bis wir die brauchen. Ich glaube, die brauchen wir kurz vorm Endboss. Juhu, aber immerhin ist das jetzt weg. Ja. Genau! Und den roten Edelschein können wir vielleicht in die Kiste stecken. Genau! Das ist eine sehr gute Idee. In die Schmuckschatulle. Dann müssen wir erstmal wieder auf zur Kiste, weil wir sind voll. Die sind schon weg, die sind durchs Fenster gesprungen und sind weg. Hä? Okay, sie hören sich an wie Aliens. Ich glaube, die haben Günni als Geisel. Gerade hört sich auch wie Günni. Wer ist Günni? Wie, wer ist Günni? Ich kenne nur Ernie. Eure Top-Pflanze. Günther Großblatt. Aber wieso machst du diese komischen Geräusche dabei? Hat der Max nicht immer gesagt, Günni
Was? Ja, ist gut. Nein. Alles wird gut. Ich weiß auch nicht, was er meint. Okay. Nein. Der hat doch immer gesagt, dass Günni ein Geräusch gemacht hat, aber wie so ein Schlucken, so gluck, 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 gluck. Keine Ahnung. Nein, nicht auf Günni bezogen. Günni war halt einfach nur eine Topfpflanze. Er ist gestorben, aber er war einfach nur eine Topfpflanze. Nun wieder weg mit dem Farbband. Ne? Achso, du wolltest sie direkt mitnehmen, um zu gucken, ob es geht. Genau. Okay. Bist du direkt da oben? Ja. Wir hoffen, dass das Vieh jetzt nicht da oben ist, aber ich befürchte es. Okay. Wenn es uns ignoriert, ignorieren wir es. Eben. Munition sparen. Solange es jetzt nicht hier ist. Jetzt musst du, achso genau, erst das Ding wieder darüber schieben. Die Kamera mich lässt. Ja, das geht sogar. Rätsel. Das ist ja lustig. Ich glaube, du musst es noch höher schieben. Ja. Ja. Okay. Ach, das kann man jetzt plötzlich drehen. Also das andere konntest du nicht drehen? Stand da zumindest nicht. Doch, du musst das drehen, weil guck mal, das ist doch total falsch rum, oder? Das sieht irgendwie aus wie ein Boden. Ja. Aber man kann es doch drehen. Nee, ich würde es eins zurück, oder? Oder so. Ja, das Boden. Ja, vielleicht. Ja, doch, das kommt hin. Ich glaube, du musst es einmal in die Mitte dazwischen drehen. Nee. Ich glaube, das erste ist noch falsch. Besser aus. Das obere ist zu nah. Du musst es weiter nach links schieben. Aha, okay. Okay, es geht gar nicht. Hä? Nee, das macht keinen Sinn. So wie du es gerade hattest, war es schon richtig. Würde ich auch sagen, weil dann würden nämlich auch die anderen Teile passen. Ja, guck mal, das ist jetzt voll schief. Ja, ich weiß.
So, ah. Ja, aber unten passt es trotzdem nicht. Jetzt aber. Ah, jetzt. Naja, nicht schön, aber selten, oder wie war das? Aha. Aha, okay. Das ist dann jetzt der Schlüssel für die Waffentür. Okay. Jetzt haben wir aber immer noch unten den einen Raum, wo noch die Batterie ist und alles. Ja. Dann kommt hier wieder alles auf einmal. Gut, da haben wir aber jetzt alles. Das heißt, wenn, dann sollten wir nochmal zur Kiste gehen, quasi alles ablegen und dann nochmal runter, die Batterie holen, die zwei grünen Kräuter und das rote Kraut. Das heißt, wir bräuchten vier Plätze. Weil dann hätten wir alles auf einmal dabei. Also würde ich nur die beiden Waffen mitnehmen. Das ist aber mutig. Wieso? Unten war ja nichts mehr. Ja doch, ein so ein Fröbel läuft hier noch rum. Ja gut, mit 6 Schuss wäre mir ja klar. Komm. Hoffe ich. Ja klar, ich denke schon. Wie gesagt, unten im... Das ist aber oben. Ja, aber ich meinte jetzt unten im in der Küche, da war ja sonst nichts mehr. Aber ich glaube, Spritzi wurde durch einen Zombie ersetzt. Nein, Spritzi ist immer noch da. Ich glaube, er hat sich nur Verstärkung geholt. Wieso Spritzi? Spritzi Mac Froschface. Ich habe ihn jetzt so getauft. Lass mir da auch mal meinen Spaß. Aber nicht bei so bescheidenen Namen. Was an Spritzi Mac Froschface voll falsch? Alles. Ja, das ist Spritzi. Und Froschface. Das ist Deutsch-Englisch in einem, das ist ganz furchtbar. Denglisch. Denglisch. So, Batterie mitnehmen. So, jetzt müsste der Raum nämlich sauber sein. Jetzt müssten wir da hinten im Gang noch die zwei grünen Kräuter und das eine rote Kraut finden. Haben wir sogar noch einen Platz, wenn wir die beiden kombinieren. Können wir jetzt gucken, ob wir alles haben? Yay! So, was war denn mit der großen roten Tür da hinten? Ja, keine Ahnung, dafür muss ich mal wissen, wie man da hinkommt. Da geradeaus? Das war so klar. Der Türgriff ist kaputt. Das wollte sich wohl nicht öffnen lassen. Oh. Ih, voll die fette Motte. Kannst du die anzünden? Schade. Warum willst du die Asiaten anzünden? Nein, nur die asiatischen Bilder.
Das heißt, jetzt haben wir ja die Batterie, dann müssen wir wieder nach draußen. Müssen dann die Winde mitnehmen. In diesen Innenhof. Müssen dann die Winde mitnehmen, auf der einen Seite runterfahren, unten die Batterie einsetzen, hochfahren, Winde kurbeln, wieder runterfahren. Ja. Na, und dann Wasserfall. Nee, unten. Hey, wir sind hier nicht bei Alien, wir sind hier bei Resident Evil. Mann. Oder sollen wir erstmal in das Spencer-Ding gehen? Ah ja. Sind wir gerade noch im Haus, weißt du? Ja. Aber in das Spencer-Ding kommen wir doch gar nicht. Doch, wir haben ja den Wappenschlüssel. Ist das wirklich der Spencer-Schlüssel? Ja, da stand nämlich ein Wappenschlüssel der Familie Spencer. Okay. Ja, da ist natürlich jetzt die Frage, brauchen wir Platz, um Sachen mitzunehmen in diesem Raum? Oder brauchen wir... Weil das ist nur ein Raum. Nee, dieser Spencer-Schlüssel da. Weil das ist nur ein Raum. Das heißt, so viele Gegner können da ja eigentlich nicht kommen. Was mir aufgefallen ist, wir haben auch schon seit Ewigkeiten und Jahrzehnten keine alten Schlüssel mehr gefunden. Ja, ich glaube, die... Ich glaube, dann haben wir einfach schon alles. Ja, den Helmschlüssel. Also irgendeine Tür müssen wir mit dem Helmschlüssel noch aufkriegen. Ja, ich wollte gerade sagen, dann gehen wir mal so, weil dann, wenn du den Wappenschlüssel ja benutzt, ist er weg. Das heißt, wir haben dann drei Plätze, das sollte ja passen. Ist wieder oben, ne? Nee. Ah, nee, da hinten. Ach da, genau. Ich glaube, wir haben es verbuggt. Ich glaube auch, wir haben es verbuggt. Die haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass wenn die durch das Fenster springen, dass wir sie nicht töten. Ach so, weil da ist keiner? Nee, da kommt keiner, aber immer wenn man an dem Fenster vorbeiläuft, macht es so, als wäre da wer, aber da ist keiner. Vielleicht ist es noch oben, du konntest ja einmal um das Rondell drumherum gehen, wo unsere Tür noch war. Vielleicht sitzt er dahinter. Das ist mir egal, der kann mich mal. Ja. Er kann mich mal. Nein. Er wollte die Kiste, den Schrank verschieben. Nein. Aber du musst auch nochmal im Hauptfoyer rauslaufen. Nein. Kein Interesse. Der Olli hat kein Interesse, im Foyer nochmal die Haupttür aufzumachen. Oh. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ablegen. Nein, ich würde ihn gerne behalten. Voll die Frage. Rebecca! Ah, toll, jetzt dürfen wir auch noch zur Rettung kommen. Doch einfach mal die Lampe an. War da kein Lichtschalter?
Nee, ist ja sofort in den Raum gegangen. Da sind Kerzen, oder? Ah, okay, das sah aber aus wie Kerzen. Ja, oder so. Guck mal, Nico, was hinter dir? Ein achteckiges Ding. Juhu. Ja, ein Metallobjekt. Metallobjekt. Ah. Sehr schön. Die Quälzer. Was ist das? Nicht mal ein Zettel oder so? Ja, irgendwas ist da noch. Vielleicht da vorne in dem Regal? Vielleicht da. Das war's. Aber Blendkanaten sind gut. Ja. Aber was ich mich gerade frage, und zwar in der in dem einen Speicherraum links, ne? Da gibt es ja wie heißt es jetzt? Da gibt es ja auch so einen Kasten mit Kerosin, ne? Der ist aber nicht rot hinterlegt. In dem anderen Speicherraum, der ist aber rot hinterlegt. Also muss es da ja noch irgendwas geben. Da ist garantiert irgendwas in dem Regal, weil das ist das Medizin-Ding. Da gibt es ein Regal mit so medizinischen Flaschen. Da liegt bestimmt auch eine Blindgranate drin oder so. Dann guck doch einfach mal, wir sind doch direkt da. Weil irgendwie ist das irritierend, dass der Raum noch rot ist, obwohl wir ja eigentlich alles haben. Also mich irritiert das nicht, weil das ist ein Speicherraum. Ich kenne den Raum ja. Weil da steht ja zum Beispiel noch dieser komische rote Kasten auf dem Boden. Da habe ich mich nämlich schon gefragt, ob man den kaputt machen kann. Also da, dieses Ding da rechts. Oder die Schaufel. Nein. Ach da. Oh. Das sah aus wie ein Stück Brett. Ja. Ewig drüber gelatscht. Haben wir denn jetzt alles? Da! Na geht doch! Aber Munition ist gut. Gut, dass ich was gesagt habe. So, jetzt haben wir unten alles grün bis auf den Flur, also draußen den. Ja, da will ich auch nicht hin. Aber das sind Kräuter. Ja. Weil wir haben so gut wie keine normalen Kräuter. Es nützt aber nichts, gegen die Hunde da so viel einzustecken und Kräuter zu benutzen, um Kräuter zu bekommen. Das ist wohl wahr.
Dramatik. Grammatik. Das auch. Dramatik in der Grammatik, ja. Teilweise. So viele Rechtschreibfehler. Ja, am besten ist immer noch. Ja. Am besten ist immer noch 31. November. Was machst du da? Guckst du sie dir achtmal an? Du musst deine Achtecke da reinsetzen. Ja, ich hab den Knopf gespammt. Du stehst nicht nah genug davor. Die andere Einbuchtung sieht eigenartig aus. Du brauchst ja wahrscheinlich zwei, um eins dahin zu tun, damit du immer wieder zum Wasserfall zurück kannst. Würde ich jetzt sagen. Weil er sagte, die andere Einbuchtung sieht eigenartig aus. Also holen wir jetzt die Batterie. Ja. Warum ist hier eigentlich noch rot? Keine Ahnung. Also das Hauptfoyer. Bestimmt, weil du draußen nicht aufgeräumt hast. Ist mir noch gar nicht so bewusst aufgefallen, dass das rot ist. Wenn du mich nicht hättest, hättest du das eigentlich immer. Da wir ja eh nochmal da runter müssen, können wir uns da ja gleich nochmal umgucken. Ja, aber du brauchst jetzt drei Plätze, weil du musst ja die Batterie mitnehmen, das Symbol und die Kurbel. Das Symbol werde ich ja auf dem Weg dahin los. Ja. Und die Batterie ja dann auch. Die setzen wir ja nur kurz da ein und dann ist sie ja weg. Und der Kurbel, tralala, Winde, auch mal klar. Windel. Hallo, mein Name ist Windel. Ich kann Ihnen bei Ihren beschissenen Situationen helfen. Heribert, Schnakenwurst. Eine Schinkenwurst, ne? Schankenwurst. Wurst schenken, das ist aber viel schöner. Oh, eine Stange Wurst. Oh, die Wurst. Mhm. Ja, ja. Oh, die Gulagun. Ach. Ich glaube, du musst es anlabern, oder? Ich glaube, ich habe das Falsche mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt das andere und deswegen geht das nicht. Oh, das ist doch bescheuert. Hm.
Vor allem musst du jetzt erst wieder an die Kiste das Metallding da rein tun. Das andere Metallding holen. Aber dann stellt sich mir die Frage, wenn wir das andere Metallding dann zuerst reintun, geht das dann? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Wir müssen wahrscheinlich erst das mit der Batterie machen, sonst funktioniert das wahrscheinlich gar nicht. Naja, wir wollten ja eh nochmal in die Eingangshalle und uns angucken, ob wir da noch irgendwas vergessen haben. Stunden später. Das ist echt voll die Rennerei hier. Mhm. Immerhin ist es mittlerweile ruhig. Also wir haben auf jeden Fall für Ordnung gesorgt da. Es kann aber auch sein, dass Bernie einfach mit der Hausordnung am Tisch gehauen hat und gesagt hat, hört mal, so eine Scheiße, ihr räumt hier jetzt alles wieder auf. Sieht man die Monster als Putzkolonne hier durchgehen. Ja, das wäre natürlich auch nett. Deswegen sind die Fliesen im Foyer auch so gewienert. Das hat der Ernie mal ganz schnell geregelt. Vielleicht ist Ernie in der Rolle von Wesker. Ach, das eine ist ein Stein- und Metallobjekt und das andere ist nur ein Metallobjekt. Mmh. Das war das Metallding. Wow. Deswegen ist es mir nicht aufgefallen, weil es vorher gar nicht rot war. Ja. Aber wir spiegeln uns sogar in den Fliesen. So sauber sind sie. Mhm. Die hat auch ordentlich gebohnt, sag ich dir. Gebohnt. Ja. Gewienert und gebohnt. Okay. Stein- und Metallobjekt passt da rein. Dann müssen wir sehr wahrscheinlich von diesem Stein- und Metallobjekt irgendwie einen Stein wegkloppen. Vielleicht liegt das andere auch hinterm Wasserfall. Kann auch sein. Probieren wir es aus. Also erst dran vorbeilaufen. Und nicht die Winde mitnehmen. Nee, wir müssen da ja erst die Batterie einsetzen. Oder? War das nicht hier? Nein, das war unten. Wir mussten erst mit dem Aufzug runterfahren. Um den Aufzug gleich zu kriegen. Um dann die Winde wieder benutzen zu können. Weil da ist nämlich jetzt erst die Winde. Ja, ja, genau. Aber war das wir müssen da, da durch? Wo die Hunde waren? Nein, die Hunde haben wir alle kaputt gemacht. Ja, ich meine, der Aufzug war der nicht da, wo die Hunde waren? Ja, ja, wo die waren, ja. Ja, da, wo auch der Brunnen war, ne? Genau, da kommen wir auch dann wieder hoch. Okay. Aua, hallo?
Haben sie sich vergiftet? Ich glaube nicht, sonst hält er sich, glaube ich, direkt den Bauch. Ah. Den schmerzenden Bauch. Sie sind gesund. Ja, uns geht's gut. Gut. Weil jetzt musst du nämlich da wieder auf uns zulaufen. Ja. Und da hinten musst du die Batterie einsetzen. Da musst du mit dem Aufzug wieder nach oben fahren. Ach so, jetzt, ja. Den Wasserfall abstellen. Mit dem Aufzug wieder, runter. Und, ja. Genau. Alles klar. Klingt logisch, oder? Ja. Klingt komisch, ist aber so. Klingonisch ist aber so. Wer steht dem Wookie auf dem Fuß? Nein. Ja, ist ja gut. Geht er jetzt wieder hoch? Muss kurbeln. Muss voll am Rad drehen. Ich habe ihn nicht unter Kontrolle. Guck mal, freie nicht. Da kurbelt man auch. Ich habe Angst. Warum? Weil ihr mir Angst macht. Ja. Wer steht hier auf dem Fuß? Der Wasserfall ist nicht mehr zu hören. Der Wasserfall, genau. Dann wollen wir mal nicht stören. Genau, dann gehen wir mal zurück. Und zurück. Olli, ist hyperaktiv. Olli macht den Controller-Tanz, weil der Olli das kann. Mhm. Und nicht nur halb, sondern ganz den Controller-Tanz. Ich muss auch daran denken, den gleich wieder mitzunehmen. Das wäre nämlich voll doof. Pass auf, nicht, dass du von dem unsichtbaren, durchsichtigen Wesen, meine ich natürlich, angegriffen wirst. Ja. Ich glaube, Olli überlegt, ob er nicht nochmal speichert. Wo geht's denn da hin? Wahrscheinlich da unten. Der Olli, der geht speichern. Der Olli, der geht speichern. Aber jetzt kannst du den anderen Aufzug wieder nehmen. Also braucht er doch gar nicht. Doch, weil dann ist er auf der anderen Seite von dem Wasser. Von da kommt er doch nicht mal rüber. Stimmt. Hä? Aber du kannst doch einfach da hinten durch den Gang gehen. Ach, wieder ja, ins wir Haus. Sind hier. Ja, ja. Hier, ne? Ja. Von da kommst du nicht durch. Weil du jetzt auf der anderen Seite vom Wasser stehst. Das ist korrekt, da geht's nicht weiter. Das habe ich doch gesagt. Ja, ich auch. Du konntest doch da einfach links den Weg hoch. Ich habe gedacht, das wäre hier. Nein. Das war das andere links. Du kannst ja hinten zur Hütte laufen. Nee, da ist dieses komische. Das ist die alte. Das Kettenvieh. Da laufen wir aber jetzt gerade hin. Nein, wir laufen zum Innenhof. Nein, eben. Da sind wir gerade eben hergekommen. Nein, wir sind jetzt bei der Residenz. Oder aber hier ist doch auch einer. Ja. Nimm mich da direkt. Wir haben echt viele
Mal dreimal Farbband, ne? Mhm. Unser einzigsten drei. Kann man die irgendwie herstellen? Ne. Aber warum sagt er nicht, dass die Kugeln nicht mehr brauchen? Wir können ja so oft benutzen, wie wir wollen. Ja, aber theoretisch sind wir doch jetzt auf dem Punkt, dass wir das Rätsel gelöst haben. Ja, ist egal. Und 25 beim Speicher. Ja, ist doch gut. So, aber ich würde sagen, das war's für heute. Ja, wenn du das sagst. Ich bin jetzt echt durch. Dann danke fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.